Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und heute wieder für euch hier in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht's wieder an die Paragon-Kisten ran. Ich habe jetzt wieder ein wenig Ruf gesammelt und insgesamt 5 Paragon-Kisten zusammengefarmt. Heißt insgesamt 50.000 Ruf zusammengeklappert. Und jetzt haben wir einmal eine Kiste von den Nightfae, dann haben wir eine Kiste von den Necrolords, eine Kiste von den Kyrianern und eine Kiste von den Ventir. Und hinter mir haben wir bei dem Kollegen hier nochmal eine extra Kiste aufgeladen, also sprich nochmal 10.000 Ruf. Und ich hoffe, dass ich was rauskriege. Ich würde nämlich noch einen Mount aus der Kiste hier brauchen von den Nightfae und ein Pet und ein Toy, glaube ich, aus der Necrolord-Kiste. Also da kann das ein oder andere rauskommen. Mal gucken, ob ich Glück habe. Das müssten jetzt Kiste 16, 17, 18, 19, 20 sein. Ich glaube, fünfmal Kisten habe ich schon quasi aufgemacht in 3 Episoden. Und ja, mal gucken. Ich würde sagen, wir fangen hier mit der Mount-Kiste an. Vorrede der Nightfae. Und das Mount ist drin. Perfekt, da ist es. Da ist das Mount. Wunderbar. Jetzt brauche ich da, glaube ich, nur noch das Pet. Dann die Vorräte der Armee, der unvergänglichen Armee. Da haben wir leider nichts drin. Hätte ich ein Toy brauchen können. Schade. Dann haben wir Vorräte der Aufgestiegenen. Auch nur Gold und die Vorräte des Hofs des Ernters. Okay, da haben wir zumindest Sündensteine drin, aber sonst auch nichts. Prickelt es aber. Mount war das Wichtigste, Leute. Müssen wir ehrlich sagen. Jetzt können wir nochmal eine Kiste der Armee aufmachen. Vielleicht ist ja das Toy drin. Hallo? Okay, es backt ein bisschen und dann gibt es nur Gold. Okay, ich bin vollkommen zufrieden. Mount haben wir jetzt an der Stelle. Und sonderlich viel brauche ich jetzt gar nicht mehr. Da brauche ich, glaube ich, nichts mehr raus. Hier ist es halt noch ein Pet und ein Toy. Da lernen wir jetzt das Mount und ja, eigentlich brauche ich dann bloß noch die unvergängliche Armee, dann kriege ich eher am meisten Kisten. Aus den anderen können natürlich selbstverständlich auch noch Pets rauskommen, deswegen mache ich die auch noch auf und das ein oder andere Gold, beziehungsweise bei den Ventier-Kisten natürlich die Sündensteinfragmente, die jetzt auch brauchbar sind, sagen wir es mal so. Gut, damit haben wir das wieder eingetütet. Nächstes Mount können wir unser eigen nennen und ja, damit verabschiede ich mich dann an der Stelle. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr bei den Kisten quasi aufgestellt seid. Habt ihr schon das eine oder andere bekommen? Seid ihr vielleicht schon fertig? Habt ihr noch mehr Glück als ich? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.